Hallöchen. Da sind wir im Profit Mode. Hammergeil. Waves sind nicht verdoppelt. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, sieht ja schon ziemlich geil aus, was wir haben, ne? Ich gehe ne. Ich mach den hier. So, zurück. Zerwalker. Easy. Ach, das ist ein 2 gegen 2 Modi. Ich dachte, es wäre ganz normal 4 gegen 4. Aber na gut. Dann nehmen wir halt das. Auf jeden Fall haben wir 200 Supply. Worker kosten 1 und wir können 5 mal rerollen. Okay. Dann genieße ich doch erstmal das, was ich hier habe. Masken? Zufrieden? Grundsätzlich? Ja, ich bin ready. Gehen wir erstmal direkt für die King Upgrades und dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Mit niemals Supply gehen, das ist ja voll lustig. Wir kriegen die 20er Cent, dann gehen wir direkt hier Nummer 2 Worker, Jungs, nicht? Das ist der Pyro. Gegen 3 gehen wir dann eine Maiden. Bin ich gespannt. Da drüben ein Angler und ein Butcher. Und auf mich schickt ja der Angler und der Butcher, ne? Der hat nur einen Worker. Der schafft halt höchstens den Snail nochmal. Und mit einer Snail habe ich keine Angst. Wird aber trotzdem kein Worker. Kann ich dann jetzt 2 geben? Nee, dann habe ich für die nächste Wave definitiv zu wenig. Aber. Nee, wir lassen das mal so, weil dann halten wir ganz langsam. Gehen jetzt auch noch einen Worker. Ja, er saved. Obwohl, 6. Worker ist, glaube ich, ein bisschen greedy, ne? Pyro. Butcher und nochmal 2 Angler. Der hat ja gar keine Worker. Dann gehe ich noch den Worker. Dann kann ich nichts. Oh. Der 100% League. Dame-san. Ah, das ist natürlich gut für mich und meine großen Worker, weil er kann sich hier schon gegenhalten und das ist da drüben ist ja alles One-Shot. Das hat die Maske. Da, lecker Gold ist das. Mm. Dann ist das jetzt eine Maiden und noch eine Maske, ne? Oder wir gehen Angler? Late Game, Pierce Damage. Ja, komm, gehen wir jetzt einen Angler. Ein bisschen Frontline, obwohl gegen. Ne, ich gehe jetzt gar nichts und gehe gleich eine. Gehe jetzt noch einen Worker und schaffe danach eine Sea Serpent und habe die 4 dann safe. Easy. Da kommt die Double Snare, aber das ist ja kein Problem. Kein Problem für die Maiden. Oder? Das wird doch zum Problem, ne? Aua. Aber Honeyflower hat mich. 84% liegt. Aua. Liegt der hier da drüben? Da bist du ja unterschätzt. Aber er liegt seinen auch. Passt. Und wir schaffen eine Dragon Turtle. Lecker. Und die Honeyflower hat ja hier noch so Half-Life-Frogos übrig, die schafft die locker. Easy, schaut euch das an. Das ganze Gold, was da reinkommt. Ah, die Snail kommt durch. Oh, Snail kommt durch. Belastend. Aber ist kein Ding für den King. Versteht ihr? Weil der King gehalten hat. Lustig, drum lustig sind wir heute. Ah.
Seasorten, falls der Hermit kommt, haben wir direkt schon mal die Seasorten da. Und ich glaube, danach würde ich jetzt für meinen ersten Reroll gehen. Weil ich halt nichts irgendwie krasses Forte. Ich könnte noch einen zweiten Bone Crusher gehen, ja. Ich könnte splitten und einen zweiten Bone Crusher gehen. Hm. 40er Resend, das ist gut, dass wir die Seasorten haben. Gehen wir nochmal einen Worker. Er ist jetzt nach APS gegangen. Schauen wir mal, ob wir die Fiend schaffen. Fiend auf 5 ist auch immer lustig. Oh, er liegt wieder hart. Das sind die harten Leaks heute, ne? Liegt er sein? Nee. Aber die warten jetzt trotzdem darauf, dass... Ja, er muss erst fertig werden. Gott sei Dank. Puh. Schau, wie ein 80er Cent auf 5. Gehen wir in Dino. Der ist fortified. Wir kommen auf 120. Dann gehen wir einfach in Hellraiser. Ja, easy Hellraiser, Jungs. Und Mädels. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob mir... Habe ich weibliche Zuschauer? Ich wage zu bezweifeln. So wenig Leute, die das Spiel spielen und dann auch noch voraussetzen, dass es weibliche darunter sein sollen. Kann ich mir nicht vorstellen. Schreibt's in die Kommentare. Zuschauerinteraktion. Und dann ist er 100 Cent. Gib ihm. 66 Income. Schon lecker. Rein theoretisch Double Worker jetzt. Also Bone Crusher, ne? Fortified Armor. 40er Resend. Aber ein Lizard, und der wird ja direkt von der Sea Serpent so schon lecker schmeggy rausgeschneckt. Und wenn die Sea Serpent da hinten noch ein bisschen tankt, dass die... Ja, sehr schön, einer rennt nach hinten. Halte ich den King noch, ist die Frage. Oh, er liegt auch. Ich lieg auch. Ja. Enemy Team Gained from Leaks 100. Schon eher unappetitlich, bin ich ehrlich. Ah, 10. Worker gehen wir trotzdem. Schaffe ich noch den 60er Cent? Nee. 40er. Gehen wir noch eine Sea Serpent? Oder gehen wir noch eine... Wir gehen noch eine Maiden. Aber die setzen wir hier hin, damit sie später nicht tankt. Ich glaube, er ist neidisch, dass ich Worker habe und versucht deswegen jetzt einfach mit Worker zu gehen. Zwei Marking Upgrades. 80er Resend, zwei Lizards, aber die müssten eigentlich von der Sea Serpent geschafft werden, ja. Können wir nochmal Double Walker gehen? Oh, sehr schöner Split. Oh nein, nicht auf den Rocco. Scheiße. Jetzt könnte das halt echt noch knapp werden. Ja, der Lizard macht viel zu viel Schaden. Ein Rocco noch? Ah, schade. Ah, die Honeyflower hält. Ich gehe jetzt für King Upgrades. Er liegt drüben auch. Sehr geil. Gehe ich für einen Reroll jetzt? Obwohl, eigentlich könnte ich nochmal für eine Sea Serpent gehen. Oder? Nee, wir gehen für den nächsten Hellraiser. Ja, der nächste Hellraiser. Und auf 7 schaffe ich mit 12 Workern einen Dino. Wie lange braucht er noch? Schade, ich dachte, wenn er den Spell wastet. Ich glaube, ich schaffe trotzdem den Dino. Ja, sehr geil. Ich habe gutes Income. Das kann mir keiner verwehren. Reicht eine Sea Serpent. Ich muss, glaube ich, jetzt einmal rerollen. Sehr geil. Harpien. Graal. Dann Aquas. Great Boar. Boar, Sea Serpent, nicht so nice.
Noch ein Bone Warrior. Ich bin schon auf 120 Income. Was ist denn los? Gegen 8 gehen wir in den Deep Coiler. Obwohl, eigentlich kann ich jetzt hier nochmal 3 Worker gehen. Weil Hellraiser sind auf den nächsten Wave gebufft. Jetzt kommt die Seasuppen von hinten rein. Schnitzelt dann nochmal so ein bisschen mit. Liegt er? Ne, er liegt nicht. Liegt er? Er liegt. Schau, wir nochmal ein 80er sind. Und ich komme jetzt, glaube ich, immer auf Value mit Income, ne? Das ist so traurig, wie hart wir das hier alles liegen. Ah. 180. Ja, ist halt ein Deepcaller, ne? Ja, gehen wir halt einen Deepcaller. Na, jetzt gehen wir keinen Deepcaller mehr. Gehen wir einen Gral? Gehen wir hier mal einen Gral? Ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich schicken soll, was ich setzen soll. Jetzt habe ich aber den Gral gesetzt, ein bisschen Tankiness ist okay, dann sind die Hellraiser krasser. Und der 80er Cent nochmal. Ein Worker gehen wir noch. 9 sind wir nicht, zwar nicht so stark, aber ich sollte trotzdem mit einem Worker trotzdem noch eine Kingclaw schaffen. Und ohne Gral hätte ich das, glaube ich, sogar ziemlich hart geliebt. Schaffe ich? 268. Ja. Wo kostet der 75? Ich gehe doch nur mal sicher und gehe jetzt einfach mal hier Dingens, ne? Und man ist noch eine Fiend. 16 Worker auf 18 ist schon gut. Vor allem er liegt jetzt nochmal. Oh dear. Dann schaffen wir hier nochmal 2 Lizards. Geile Sache. Gegen den Pyro oder lieber den Hermit. Mal schauen, was wir schaffen. Ah, 100, Alter, fast 200 Income, das Game gefällt mir. Aber das ist alles nur, weil wir so slow liegen, alles. Alles so langsam, ganz langsam durchkommt. 306 Gold. Da ist die Kingclaw. Also, ne, gegen 10 gewinnen wir noch einen Deepcaller, dann haben wir das. Oder eine Sky Queen. Die Sky Queen ist natürlich gegen 11 deutlich besser als die Deepcaller. Ja, wir gehen eine Sky Queen. Schickt er nochmal? Er schickt 140. Gut, ist die King Club. 2 Worker. Und der Hermit wird von der Sea-Serpent rausgenommen. Sehr geil. Oh, die Kingclaw verreckt jetzt. Oh Gott sei Dank. Wäre der Bonecrusher. Wäre die Kingclaw verreckt, bevor der Hermit stirbt, dann wäre das hier echt ein böser League geworden. Aber so geht das halt nochmal. Es ist halt nur alles ziemlich low HP, aber. Ja, ist vollkommen in Ordnung. 49% mit 18 Workern kann man schon mal liegen. Sky Queen kostet exakt 200, das heißt, ich kann sogar noch einen Worker geben. Und schicke jetzt einen Cannon hier. Warte, das gucken wir erstmal. Nicht, dass das jetzt gleich nicht stimmt. So, hab hier Sky Queen. Und sogar nochmal. Noch eine HP und einen Worker. Ja, muss ich mir gar keine Sorgen machen. Villain Vampire Market. Ich glaube, da gehe ich einfach für den Berserker Villain, ne? Sitzt dann hier den Berserker hin, da kommt ein Ocean Templar hin. Ja. Das kostet jetzt 30 Gold. Okay. Zählt nochmal. 3 Worker bitte. Und
mit dem Lizard nochmal einen extra Worker. Die HP, die Sky, oh ja. Rennen nochmal weg, sehr schön. Ich krieg den King nicht. Den Lizard krieg ich, sehr schön. Ja, der King kommt durch. War es vollkommen in Ordnung, der kommt Low HP durch. Der King ist gelevelt. Und dann schicken wir jetzt mal Dinos, ne? Zwei Snails und noch ein Dino. Ah, den Dino. So. Wir gehen jetzt den Berserker. Villain auf Berserker. Haben jetzt 133 Gold. Das ist blöd. Gegen 12 wollen wir Aquas. Noch eine Harpie. Ich save jetzt einmal auf 12, damit rechnet er nicht. Er hat Disciple, Bazooka, ein Pyro. Aber wenn ich da voll Aura schicke, dann hat er, glaube ich, nichts mehr zu lachen. Geh nochmal zwei Worker. Schauen wir mal rüber. 200%, das ist vollkommen in Ordnung. White Main. Dann lieber doch das Voreis, ne? Gehen wir nochmal zwei Worker. 26 kann man schon mal machen auf 11. Ich schicke das Voreis gegen den White Man auf 12. Vollkommen legitim, finde ich. Liegt dann die Wave nochmal? Ja, alles Absicht. Alles gut, 42, ist vollkommen in Ordnung. Er liegt seinen auch. Ich gehe jetzt mal kein Worker, weil 12 gegen 13 bauen, ne? Und ein Hermit gegen hier den Pyro, ne? Schöner Hermit. So, dann geben wir hier die Rug Wave. Dann machen die hier auch mehr Schaden. 265 ist eine Menge Kohle. Dann stellen wir einmal den hier hin. Haben dann genug Gold für einen Fatalisierer und einen Ocean Templar. Und dann haben wir die 13 safe. Machen wir so. Noch zwei Snails. Torololol, weil er dann, ne? Der Starcaller Burst soll ein paar Mal gegen irgendwas anderes ballern, außer gegen die Units da, die da fighten. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Was habe ich geschickt? 400. Ja, oh, ist einiges, ne? Und er sendet ein Cannoneer, das sind 30 Gold, das sind zwei Worker. Auf den Starcaller? Nee, auf die Disciple, naja, kann man machen. Ah, der bürstet jetzt mein Voreis weg, ne? Nein, nicht mein Voreis. Ja, skippe ich einmal auf Dingens, wie heißt's? Auf Wave 14. Hey, der kostet nur 175, das kostet ja gar nicht 275. Ich dachte kurz, der kostet irgendwie. Ja, schade. Also, nee, gut für mich in dem Fall, aber hey. 2400 Value. Gegen 13 bin ich ziemlich geil. Gegen 14 sind die dann gebufft. Der ist gut tanky auf der nächsten Wave. Und ich würde sagen, weil ich davon hier eigentlich nichts mehr brauche, obwohl so zwei Schweinchen, die nehmen halt keinen Anlauf, das bringt gar nichts, ne?
320 und 540. Ja. Safety Mole Hermit. Hermit. Und gegen 14 hat ein Millennium gesetzt, ne? Hm. Cannoneers. Oh ja, da gehen wir nochmal 1, 2, 3 Worker. Kommen wir trotzdem auf Overvalue mit unserem Income. Und ich glaube, ich rerolle dann einmal, weil ich dann jetzt gegen 15, 16 was brauche. Let's go. Hm. Firelord. Firelord ist gut. Hm, gehen wir an. Phoenix gegen 15. Er legt sein, sehr schön. Schaffe ich einen Pack Leader? Das wäre geil. Ja, nee, das von ihm halte ich nicht mehr. Dafür sind meine Einheiten zu schwach. Mein Fatalisierer war ja schon weg. Aber dann schaffe ich jetzt meinen Pack Leader. Hot Pie ist gut dabei. 5,5k, der hat schon. Entweder richtig krasse Fighter-Value oder krasse Worker. Ah, der schickt ja auf den Kollegen hier drüben, ne? Das. Waldschwung. Ein Canopy und gegen 15 ein Firelord, der zum Phoenix wird. Wir sind auf 2100. Ey, ich glaube, ich habe jetzt nichts zu befürchten, vor allem nicht mit gebufften Hellraisern und Rockwave. Ich habe noch zwei Rerolls. Das kostet aber schon 60 Gold. Schick nochmal einen Cannon hier. Ich will ihn jetzt auf 14 mal liegen. Mit Arcane Armor. Habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, dass er liegt. Oh, er saved. Oh, der Whiteman kriegt Grenzen auf die Fräse. Bitte nicht auf den Packleader. Bitte nicht den Packleader. Alles nur nicht den Packleader. Sehr schön. Solange der Packleader durchkommt, bin ich zufrieden. Ah ja, sehr schön. Das wird ein guter Lead. Dann resende ich jetzt auf der nächsten Wave. Mal gucken, was wir schaffen, ne? Wenn ich einen Kraken schaffe, schicke ich einen Kraken. Also wenn der Kraken da so reinsteppt, wäre das bestimmt ziemlich lustig. Gibt halt nicht so viel Income, ne? Nur 100 Income. Hm. Ich würde jetzt Double Mimic schaffen. Aber wir schicken Drachen. Magic Damage. $975 Gold. Einen Phoenix. Gehen wir noch einen Chieftain. 155 und eine Pilgrim. Nee, ein Fire Element. Ja. Sind wir auf 3900 Value. Das muss ja jetzt reichen, ne? Und dann nochmal alles in King Upgrades. Ja, fertig gelevelt. Sehr gut. 720. Oh, das geht ja voll. Kann ich halt Double Worker gehen ohne Ende. Aber leider jetzt schon schade, dass ich jetzt die ganze Zeit keine APS gerollt habe, ne? Hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass man die so nach mindestens einem Reroll mal sehen müsste. Warum tankt die Sky Queen? Ziemlich belastend, aber ich krieg das alles gehalten. Ziemlich geil. Ocean Templar mit Phoenix ist mittlerweile so geil. 1000 Gold. Hm.
Und er hat ihn sogar gebufft, das heißt, der regeneriert jetzt noch mal mehr Leben. Die Wave wartet sogar noch. Oh, ist das geil. Optimal läuft das hier. Halten werde ich das nicht. Oh, schicken wir mal Full Aura, ne? Hat er verdient. Auf 16. Frostbolt, das heißt, wir kriegen auch nicht so viel Schaden auf der Wave. Gegen 17. Zwei Schweine. Allein wegen der Fortified Armor. Oh, dass das so lange dauert, ne? Hermit. Haben wir noch ein King Upgrade übrig? Nee, alles schon weg. Kein Resend, gesaved. Selbst wenn ich nochmal 800 Gold investiere, komme ich trotzdem auf Hope Value, ne? Also deswegen kann ich jetzt alles in Worker stecken, was ich kriege. Und auch alles in Income stecken, was ich an Mythium generiere. Jetzt habe ich ein bisschen Gold gewastet, ne? Den Deep Coiler und 240 nochmal Sky Queen. Pack Leader. Hermit. 1000 Income jetzt. Also gefällt mir schon der Game Mode, ne? War ich das jetzt am Game Mode? Ne, ich glaube nicht. Das ist ganz normales Game, ne? 820 habe ich auch geschafft, ne? Ne, 520 habe ich nur geschafft. Obwohl, dass ich einen Deep Collar gemacht habe, der kriegt dann den Cannoneer raus. Nein, er kriegt den nicht raus. Low HP Cannoneer. Belastend. Ding ist halt, wenn wir jetzt nicht halten, ist das Game over, ne? Aber sieht Gott sei Dank so aus, als würden wir halten. Kennen hier raus. Ja, ich hab das. Seins habe ich nicht mehr, aber ich hab meins. Ist aber nicht GG. Und er braucht jetzt nochmal das zu halten. Oh mein Gott, das wird richtig gutes Income, Jungs. Das wird richtig gutes Income. Oh, ist das geil. Geht trotzdem Overvalue, würde ich sagen. Gegen 18. Nochmal ein Phoenix. So hier 6300. Also, wenn das nicht reicht, dann weine ich. 95 Worker, 1300 Overvalue. Ne, nur 1000 Overvalue. Ah, muss reichen. Double Phoenix ist gut. Auf 19 sind die wieder schlecht. Da müsste ich dann rerollen. Hoffen, dass ich Golem oder so was kriege. Und dann gehen wir jetzt mal ordentlich Worker. Ja, Reset 800. Warum hat der Phoenix auf einmal nur Hälfte Leben? Und da ist der Kraken.
Das ist ja nicht nett, das macht man nicht. Aber ein Phoenix mit Hälfte Leben zu spawnen, das ist auch eher unlustig, bin ich ehrlich. Kann ich für ihn halten? Muss ich. Aber er liegt sein auch, das heißt, die Wave wartet wieder. Und da hat er schon Zeit, Mana zu regenerieren, Leben zu generieren. Läuft gut. Rerollen gleich mit den ersten 60 Gold, die wir kriegen. Und hoffen, dass wir da einen schönen Fortify-Tank rausrollen. Wag. Aber Masken. Bazooka. Ja, ich guck dann, dass ich jetzt irgendwie die Lioness gut platziert kriege. Ist ja die letzte. Ja, da. Hier kann ich eine Lioness platzieren, da kann ich eine Lioness platzieren. Den Baumkoscher verkaufe ich. Und dann gehen wir gegen 20 schon mal Berserker. Fatalisierer in dem Fall. Und schaffen wir eine Seatram? Ja, zwei Snails. Und ein Hermit. Weil ich lustig bin. Der 20er sind, haben gesaved. Das ist ja unnett. Banana Haven und Pyros. Macht man eigentlich auch eher nicht. Und Azalea sind gut gegen 20. Ja, das schicke ich auch Income. Alles, was wir so auf Lager haben, kriegt er so reingeschissen. Das sieht aus, als würde er liegen, ne? Als würden beide liegen. Nee. Die machen zu wenig Schaden an der Azirias. Die heilen sich hoch. Ja. Aber der andere heilt sich hoch. Der andere liegt. Sehr schön. Gold. Ich komm jetzt schon auf 10.000 Value. Das ist geil. Ich glaube, die werde ich auch gehen. Die 2.000 Gold in Value. So. Ein Fatalisierer. Fatalisierer for Days haben wir jetzt. Zwei Masken. Yeah. 165. Gehen wir noch eine Pilgrim, einfach so für den Heal. Ist bestimmt lustig. Jetzt saven wir und gehen auf die zweite Wave von 21. Weil nach der Wave kriegen wir eh keinen Gekümmer mehr. Oh, das sind viele Kraken. Gut, dass wir da nochmal ein paar Masken gegangen sind. Da hinten sind nämlich, glaube ich, Hexen, ne? Ja. Das heißt, die Frösche sterben direkt von den Masken. Fatalisierer, der Villain lebt noch, ne? Ja. Ich glaube, das ist der letzte, der noch draufhaut. Jetzt ist er down, jetzt ist der Debuff weg, aber ich halte den Makkabäus. Easy peasy. Ja. Worker. Oh, der hat den Makkabäus nicht mal Half-Life bekommen.
Hat dafür aber auch einen 3000er Cent bekommen, also. Ich glaube, wenn ich den Cent hinten rausbekomme, dann hat unser King das. Würde ich einfach mal hoffen. Bin ich mal gespannt. Ja, der King macht ja Damage ohne Ende. Bam, bam. So. Letzter Reroll. White Main. Auf den habe ich gesetzt. Millennium. Ich bin verwirrt. So, jetzt senden wir. Schamane, voll Aura, zwei Hexen, zwei Kraken. Ja, so viele Series wieder da hat, schicke ich einfach den Kraken zweimal. Also vier Kraken in dem Fall. Okay, es wird glaube ich nichts mit dem noch einen Kraken. So, und ich hoffe, das endet das jetzt. Voll Aura, eine Menge Kraken. Notfalls kann man ja nochmal resenden. Er liegt schon mal. Ich glaube, er liegt auch, ne? Da sind Kraken dabei. Eine Menge Kraken. Drei Kraken. Ich glaube, die Kraken kommen sogar durch, ne? Haben die Arcane Armor? Arcane Armor 16% Damage Reduction. Die liegen beide. Sehr geil. Frage ist, reicht das? Wage ich zu bezweifeln. Ist das genug? Der King hat halt, macht halt 3000 Schaden pro Auto-Attack. Der One-Shot halt den Kraken jetzt, schaut euch das an. Und der Frostbolt rasiert halt auch komplett durch. Ja, jetzt haben wir verloren. Die kriegen jetzt den 10.000er Cent und das ist vorbei. Ah, oh, ich bin nur auf 12.000 Value. 1.800er Cent. Wenn ich das halte, hätten wir eine Chance. Ich habe gerade Glück, meine Masken sind alle wieder gebufft. Oder der Großteil zumindest. Heißt, ich könnte das eventuell sogar halten. Wenn ich das halte, weil mein Kollege ja nicht hält, haben wir die Chance, dass die Gegner komplett liegen und die Wave auf mich wartet. Seine Wave auf mich wartet. Ah, hält Gelb? Nee, Gelb hält auch. Aber das von ihm ist halt viel zu viel. Er liegt seinen halt nochmal. Das ist ein spannendes Spiel. Aber halten werde ich das hier nicht mehr, glaube ich. Auch wenn das ziemlich viele Frösche sind. Schauen wir mal. Nimmt die Frösche raus. Ja, der AOE ist zu krass. Und er hält das einfach zu gut. So, kriegen wir den Spell raus, bevor wir komplett umfallen? Ja, die Hoffnung schon zuletzt, aber GG. Gutes Spiel. Hat mich gefreut.
Gehen wir mal in die Stats. Wie viel Worker hatte er? Locker 200, irgendwas. Er hatte nur 132 Worker? Er hatte sogar weniger Worker als ich. Und wirklich viel mehr Fighter Value auch nicht. Tja, schade. War aber trotzdem lustig und wir sehen uns morgen wieder.